Also vorweg, ich glaube, ich bin doch sehr stark jetzt dafür, nicht von Kollaboration zu sprechen, weil es zu unabgegrenzt ist zu anderen Formen, sondern bei Commoning zu bleiben, was eben Menschen, die in der Commons-Szene sind, auch das Wort ist, das Verb daraus zu machen, weil eben betont wird, es gibt keinen Commons ohne Commoning. Und die Grundprinzipien sind, dass man nicht andere ausschließt, weil etwas als Eigentum definiert wird, sondern dass es im Grunde schon offenen Zugang gibt. Und in den einzelnen Beispielen ist es dann natürlich auch mal fließend. Also zum Beispiel in einem Umsonstladen, der ist eigentlich offen, alle können daran teilnehmen und trotzdem ist es vielleicht so, dass die Leute, die den Umsonstladen machen, dann einen stärkeren Zugang haben zu den Ressourcen. Und auf der anderen Seite eben innerlich motiviert, etwas zu tun, weil man Spaß hat, was zu tun, weil man findet, dass es notwendig ist, dass das getan wird und darauf mehr oder weniger vertrauen, dass es funktioniert auf die Art und Weise. Und wieder ist so, dass mit der Offenheit eben ist natürlich dann immer ein Punkt, wie funktioniert es, weil dann auch die Tragik der Marktlogik zuschlagen kann. Wenn jemand in einen Umsonstladen kommt und nur noch alles für den Flohmarkt wegschleppt, dann funktioniert es nicht. Also es ist nicht die Tragik der Commons, sondern die Tragik der Marktlogik. Und da muss es dann schon so ein gewisses Grundverständnis geben vielleicht. Und wenn es das nicht gibt, dann muss man darauf hingewiesen werden und in diesen Rahmen des Grundverständnisses auch gebracht werden, dass es eben nicht darum geht, das jetzt total egoistisch auszubeuten. Aber grundsätzlich auf so einer Verwaltungsebene, sage ich jetzt mal, obwohl das kein gutes Wort ist, welche Prinzipien jenseits von diesen, was macht Commons-basierte Peer-Produktion aus, wir beitragen statt tauschen und Besitz statt Eigentum, ist es, glaube ich, sehr fließend, wie sich die Gruppen organisieren, weil es gerade eine Qualität ist, dass es da keine vorgegebenen Regeln gibt, die man einfach ja, nein oder sich aussuchen kann, sondern dass man es wirklich miteinander entwickelt, was dann auch wieder ein offener Prozess ist und ein fließender Prozess ist, der sicherlich transparent sein muss. Wenn Trolls auftauchen, was natürlich immer wieder passiert, also wenn es einfach keinen konstruktiven Umgang gibt mit Problemen, mit Diskussionen, keinen konstruktiven Raum für Debatte, dann nervt es.